So, und weiter geht's nach der Mom. Ich freue mich. The Womp One. Wir sehen schon, da drüben ist der Boss. The Boss. Und wir sehen, die Welt sieht noch viel grauenhafter aus als davor. Die Viecher haben einfach nur tausendmal mehr Leben und machen viel mehr Schaden. Und es gibt neue. Neue Viecher, an die was ich mich nicht mehr erinnere. Aber die wahrscheinlich ganz, ganz, ganz fies sind. Oh, viele, viele Fliegen. Oh mein Gott, zwei Monstros. Seid ihr irgendwie bescheuert oder sowas? Ja gut, aber die gehen ja eigentlich easy. Komm. Der eine ist down. Hey, wenn wir auf die Entfernung schießen, dann ist das Todesurteil für das hässliche Vieh. Was soll das überhaupt darstellen? Einen Schlüssel kriegen wir dafür. Wow. Also man merkt schon, die übertreiben hier echt schon mal heftig. Boah, wie das hängt. Was heißt hängt? Es läuft so in Zeitlupe. Krass. Nein, brauchen wir nicht. Fistula. Ihr werdet alle vor meinen Augen zerplatzen. Eure Maden werden rausquillen. Und ich werde euch besiegen. Aber in der Bombe gibt es schon noch Geheimräume und Item von mir, oder? Puh, wir verlieren aber Leben. Was mir nicht gefallen will. Boah. Ja, ihr seht hier, da gibt es so einen kleinen Typ, der was das gleiche macht wie wir. Und den können wir besiegen, wenn wir nah genug. Ah. Okay, geht natürlich auch so. Wir legen hier eine Bombe hin. Und gehen nach drüben. Und öffnen gleichzeitig noch den Geheimraum. Ah. Sollten wir dann vor dem Boss noch nehmen. Vorsichtshalber, weil da bringen uns die Fliegen. Dann setzen wir dann einmal noch die Fliegen ein. Dann nehmen wir unser Unicorn und danach können wir wieder unsere tote Katze wieder mitnehmen, dass sie nicht so ganz alleine bleibt. Komm hierher. Oh mein Gott, sind da zwei. Ja, du kannst irgendwie gar nichts mehr. Außer mir noch ein Leben abzuziehen, bevor du stirbst. Oh Gott, bin ich blöd. Der eine Tote hätte jetzt echt nicht mehr sein müssen. Da haben wir eine Truhe mit einem Pin. Nein, Pin brauchen wir nicht. Den Pin brauchen wir nicht, der macht nur immer wieder zufällige Treffer von uns durch Sachen durchschwebend. Boah, hier hat man gar keine Übersicht mehr, wer gerade schießt. Da kann sich gar nicht mehr bewegen. Und ein Nickel. Damit soll sich der Itemraum lohnen. Wir verlieren immer pro Raum ein Leben. Und es gefällt mir nicht. So, dann haben wir noch dich. Ah, ein halbes Satz haben wir wenigstens mal kein Leben verloren.
macht sie doch kaputt. Wie Fliegen gegen Fliegen macht ihr nicht? Wie scheiße seid ihr? Ihr seid doch meine. Und schon wieder euch, ey. Mir gibt mir schon so ein kleines bisschen auf den Sack. Erstmal einen von euch bitte. So. Und jetzt den anderen fetten Sack hier. Und ich krieg noch nicht was dafür. Unverschämtheit. Unverschämtheit. Ja gut, das ist eigentlich auch ganz einfach. Das hier weg. Tong, tong, tong. Kein Item Room. Ziemlich nicht gut. Auf jeden Fall ziemlich nicht gut. Wir könnten erstmal den Boss machen. Den, was wir nicht schaffen werden. Aber wir können es versuchen. Wir nehmen auf jeden Fall hier die Unicorn mit. Viel Glück. Choppy, chop, chop, chop. Oh mein Gott, war das einfach. Ich habe den Boss noch nicht mal gekannt. Und ein Tier ist ab. Okay, ich glaube, schneller geht's halt einfach nicht mehr. Ist aber schon krass. So, und wir haben The World. Wir gucken nochmal genau, was The World macht. The World macht, die Karte hat wenig Nutzen, wenn der Spieler die Items Truth, Map oder der Kompass besitzt. Ach, dann setzen wir uns einfach im nächsten Raum ein. Wir nehmen, nein, ich will meine tote Katze wieder mitnehmen. Ich weiß nicht, irgendwie lohnt die sich halt doch schon im Zusammenspiel mit unserer Cappy. War das überhaupt ein Demon Run mit der Cappy? Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Der Womp 2. Okay. Da unten ist ein Arcade Room. Arcade Room, Arcade Room, Arcade Room. Geh sterben. Und ihr bitte auch. Oh, die erinnern mich sonst SpongeBob. Und ich glaube, ab hier machen die nicht hier ab hier auch einen Schaden. Oh, das macht der World übrigens. Ich will zum Arcade Room. Gott, bin ich blöd. Ja gut, damit habe ich nicht gerechnet. Ein Nickel. Bitte wieder ganz viele Herzen. Das wäre mega nett von dir. Okay, Schlüssel sind auch okay. Auch nicht. Wie wäre es dann jetzt mit Schlüssel? Sag mal. Magst du mich irgendwie nicht? Jetzt reicht's aber. Ein Herzen kannst du mir jetzt wenigstens geben. Geht doch. Geizkragen. Boah, ich will mehr Herzen haben. Komm schon. Ey, was ist denn los mit dir jetzt? Ich hab Glück. Mit Bomben. Wahrscheinlich jetzt nochmal Glück mit Bomben. Ja. Oh, ich will doch die Herzen haben. Krieg ich jetzt die Herzen. Und nochmal bitte. Ich glaube, mit der Mitte habe ich jetzt einfach nicht mehr so viel Glück bei dem. Wir können es auch jetzt immer mit links probieren. Vielleicht ist links hier die Stelle, wo immer gewinnt. Oh ja, anscheinend schon. Aber wie? Die Mitte gewinnt anscheinend nicht so oft. Okay, jetzt verliert auch links.
Ich weiß gar nicht, was ich dafür sagen soll. Es ist halt gerade nicht so spannend. Außer dass wir. Okay, ein paar Herzen haben wir wenigstens wieder. Ein paar Herzen sind besser wie keine. Ach, wir haben keinen. Okay. Dann probieren wir so schnell wie möglich zum Boss zu kommen. Und diese Augen sind hässlich, die sollte man gleich zerstören, weil die einen sonst nur nerven. Oh, hier hat alles so viel Leben. Ich weiß noch gar nicht, welcher gerade tot ist. Geld. Und ich will dich bitte haben. Jetzt habe ich genug Schlüssel. Mr. Mega has appeared in basement. Das ist in Ordnung. Ich will trotzdem dahin. Die sind eigentlich gar nicht schlimm. Die schießen nicht. Die verfolgen einen nur dumm. Und verschwinden dann wieder. Da so wie jetzt. Ich... Geheimraum. Bitte. Ja gut, dass er da war. Das meine ich mit bitte. Bitte kein Vollassi, der was mir nur das Geld aus der Tasche ziehen will. Wobei gut, wenn er mich nicht trifft, haben wir mehr Geld noch für Arcade Room. Und ein halbes Herz. So, dann machen wir mal da den Weg frei. Ich traue mir das jetzt gerade irgendwie zu. Wir haben genug Leben, außer es kommen die Schreitussen, die was ich voll nicht leiden kann. Ja komm, stirb. Noch mehr Speed up. Nee, will ich eigentlich nicht. So viel Speed up ist halt eben auch nicht gut. Komm erstmal euch weg, genau. Du auch noch. Und jetzt bist du dran. Ich mag keine Riesengehirne. Was hat mir gerade Schaden gemacht? Was hat mir gerade Schaden gemacht, bitte? Das will ich in der Aufnahme nochmal sehen. Was mir da gerade Schaden gemacht hat. Oder ein bisschen schneller geschossen, als ich gedacht habe. Ich werde wieder zu übermütig. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber wir gucken wenigstens. Ich will nach dem Geheimraum wenigstens. Nach dem Item. Ach, Itemraum gibt es ja in der Womb nicht. Habe ich ja voll vergessen. Itemräume gibt's hier ja nicht. Okay, jetzt will ich echt Arcade Room mein Geld noch vermasseln. Und dann so schnell wie möglich den Endboss besiegen. Ich weiß zum Glück, was da schon kommt. Ich habe das Spiel schon früher mal gespielt. Ich brauche jetzt gar keine Schlüssel, wirklich nicht. Gib mir bitte Herzen. Oh, komm schon. Bomben kriege ich jetzt auch wieder und Herzen kriege ich wieder nicht. Och komm, versteck doch mehr Herzen. Was ist denn gerade los mit dir? Bist du wieder aus irgendwelchen Gründen explodierst und mich im Stich lässt? Och komm, ja, Schlüssel habe ich jetzt echt langsam genug. Ja, Herzen, 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 Herzen. Ja. Mehr bitte davon. Ich hab doch genug Schlüssel. Wieso rede ich überhaupt noch mit dir?
Ja, okay, Geld. Jetzt bitte die Herzen. Und noch mehr bitte. Ja, bald kann ich spenden. Spenden, spenden, spenden. Boah, wäre das geil, wenn ich spenden könnte. Ja. Nein. Ja. Ja. Oh, und sogar noch ein blaues Herz. Geil. So müsste der Endboss echt kein Problem mehr von sein. Okay, wir haben kein Geld mehr. Das heißt, wir springen dich hoch. Gibst uns eine Pille. Bad Guys. Wir springen dich hoch. Das ist eine Pille. Walls of Steel. Klar, wieso nicht? Da können wir einmal spenden. Okay, er hat jetzt eigentlich auch nichts mehr gebracht. Doch, wir haben unser Leben eh wieder zurückbekommen. Okay. Dann heißt es jetzt zum Endgegner und nach diesem Endgegner war es dann erstmal wieder. Für heute. Lasst euch überraschen, was da auf uns zukommt. Und los geht's. Isaac. Ja, komm. So. Also ihr seht schon, das ist kein Penis, was da von der Decke hängt, sondern es ist Mom's Heart. Was wir ohne Probleme niedermähen. Wir sind so übel schnell. Okay, wir machen halt echt keinen Schaden mehr. Also, ich habe mir mal Bonus-Damage bekommen. Also, außer das mit den Kohlen. Ich glaube nicht. Ja, okay, dass er das gewinnt, ist eigentlich ziemlich klar. Das Ding beschwört halt einfach nur ein paar Viecher. Mehr macht es ja eigentlich gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur draufballern. Isaac, a bag of pennies has appeared in the basement. You locked Judas. Oh, da gibt's noch einen Death Room. Natürlich gehen wir da noch rein. The Book of Bevelin. Oh, da geht's weiter, da geht's weiter, da geht's weiter. Und natürlich gehen wir weiter. Weiter, 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 weiter geht's. The Womb Nummer 2 nochmal? Jetzt bin ich aber gespannt. Das hatte ich selber auch noch nie. Da bin ich gespannt, was da auf uns zukommt. Ja, es wäre echt geil, wenn wir noch ein Damage-Up oder sowas bekommen würden. Das würde ich ja schon hart feiern. Okay, wir haben wieder ein bisschen verpackt. Kennt man ja bei mir. Mag ich ja bei Monstro 2. Oh, da haben wir einen kleinen Devil. Und da hat man gerade ein bisschen Glück. Da haben wir zwei kleine Devils. Ich weiß dasselbe machen wie die großen. Wie der große. Nur dass es zwei sind. Boah, wir haben gerade echt ein bisschen Glück. Einmal getroffen, das geht voll klar. Zweimal getroffen, das geht voll klar. Na, niemals. Ich brauche keine anderen Items mehr. Das war's auch mit dir. Oh, da ist ein Spielautomat. Will ich aber eigentlich gar nicht haben. Ich will zum Boss. Oh mein Gott. Ich habe irgendwie Angst vor dir. Obwohl du ja wahrscheinlich eigentlich gar nicht machst. So. Bist eigentlich voll friedlich wahrscheinlich.
Ach, du bist der. Oh ja, komm. Ja, du bist so niedlich. Du bist der niedlichste der Niedlichkeit. Machen wir auch auf. Und wir haben. Wow. Ja, dann können wir eigentlich noch da drüben gucken. 4 Geld, das würde ich eigentlich unserem kleinen Freund geben. Wenn ich da durchkomme, ja. Kleiner Freund, bitte. Irgendwie ein Item. Nicht? Nein, nicht. Okay. Nein, 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 nein. Also hier können wir nochmal einen Unterschied sehen. So ist normal. Und so ist mit Cancer. Krasser Unterschied. Da haben wir ein halbes Herz. Nehmen wir mit. Da haben wir nur ein Auge. Na gut, wenigstens haben sie mich mit der Explosion nicht getroffen. Halbes Herz haben wir wieder bekommen. Ach komm, wir machen den Boss, ey, was soll's? Gegen Satan. Okay. Das ist erstmal wieder der Devil. Satan weiß ich gar nicht mehr genau, wie der abläuft. Hat er nicht 3 Stufen gehabt? Erst war es der Devil. Dann war es die Statue. Und dann kommt noch was, aber da lasst euch mal überraschen. Okay, mit Satan hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Ja genau, jetzt kommt der her. Da brauchen wir eigentlich nur ausweichen. Ja, außer er macht das. Okay, und ich glaube, jetzt wird es um einiges härter. Oh mein Gott. Oh Mann, diese Kackdinger nerven. Also wenn ich sterbe, dann wegen den. Genau wegen so welchen Aktionen. Oh mein Gott. Ja. War echt knapp. Aber Hammer. Der Run war mega gut. Echt nice. Richtig nice. Wir haben. Ah, geil, neues Bild am Auge. Wir haben viele Sachen freigeschalten. Und nicht nur das, sondern. Ah, was, sind jetzt die Bilder sogar dabei? Oh, wie cool. Was war das jetzt eigentlich? Ah, ja, das gucke ich mal anders. Boah, dann haben wir noch freigeschaltet. Judas hat das Book of Belial als Item. Hat kein Leben. Hat nur 2 Geschwindigkeit. Das heißt weniger als er. Aber hat dafür viel mehr Schaden. Mir gefällt eigentlich Jane echt mega gut. Eve unlocked by Make 2 Devil Deal with the Devil. In one play, das kann man machen. Unlocked by passing on two. Okay. Also 2 Räume auslassen von den Itemräumen und dann Mom killen. Okay. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für diesen einstündigen Run, den was ich auf jeden Fall in, denke ich mal, 4 oder 3 Parts stücken werde.
Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. Bis dann. Tschüss.